Ja, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video auf Zockers Kanal heute. Und ihr hört schon richtig, ich, der Blue, mache heute hier das Commentary, da ich die Urlaubsvertretung bin oder die Krankheitsvertretung, da es dem Zocker nicht so gut geht. Und ja, heute stellen wir euch einen Minecraft-Mod vor, den Camping-Mod, der viele neue Features mitbringt, der hauptsächlich halt dafür gedacht ist, ja, Camping zu simulieren, sag ich mal. Und zwar gibt es da halt einmal dieses Zelt, was ihr hier seht, welches man natürlich auf der Overworld finden kann, aber auch craften kann. Hier seht ihr einmal das Menü des Zeltes. Ja, da kann man auch 5 Kisten noch reinpacken. Die haben dann so ein eigenes Inventar quasi. Und ihr könnt dann richtig so eure Rüstung da drin verstauen oder andere Items, je nachdem. Alles Mögliche. Ihr seht ein Riesenlager quasi. Ihr könnt natürlich da drin schlafen, weil es halt in einem Zelt auch, denke ich mal, normal ist. Und ihr könnt auch noch, ja, eine Laterne hier nutzen. Das ist das Zelt im Großen und Ganzen. Dann seht ihr hier einmal das Crafting-Rezept. Also relativ simpel eigentlich mit 2 Iron Sticks, die ganz einfach mit 2 Iron gemacht werden. Und dann noch 5 Canvas, die einfach aus einem Messer und Hemd gemacht werden. Also relativ leichtes Crafting-Rezept. Das Knife wird auch relativ easy mit einfach 3 Eisen und 6 roter Farbe gemacht. Und ja, hier so sieht das aus, wenn man dann schläft im Zelt. Und dann ist natürlich auch die Nacht vorbei, wie halt in einem normalen Minecraft-Bett auch. Hier haben wir noch mal ein bisschen paar Items in der Kiste. Die nehmen wir raus. Und zwar brauchen wir jetzt nämlich das Glowstone Dust. Und damit können wir nämlich die Laterne beleuchten. Wie man sieht, leuchtet die Laterne jetzt. Oder sollte sie zumindest, ne? Ja, man sieht richtig hier, wie das Licht der Laterne dann richtig mitkommt. Die Laterne ist jetzt quasi ausgerüstet. Burning Time 160 Sekunden heißt quasi, das ist der Timer, wie lange die Laterne noch leuchtet. Und dann wird sie, braucht sie halt neue Ressourcen, denke ich. Also auch ein sehr cooles Feature, dass man wirklich dann im Dunkeln quasi sich so Licht machen kann. Ähnlich wie eine Fackel, nur Fackeln bringen ja nur was, wenn man sie wirklich hinsetzt. Und hier geht das dann auch so dann leichter noch. Ja, das ist das Zelt. Jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Wir haben nämlich auch ein Lagerfeuer, was bei einem Campingbot natürlich nicht fehlen darf. Ja, dann gibt es auch tatsächlich noch hier in dem Campfire Mod ein Backpack. Dieser Backpack ist oben links, wie ihr sehen könnt, diese Taste, da kann man draufklicken. Das ist jetzt nicht so leicht zu sehen wegen dem Menü davor, aber das geht auf jeden Fall so. Und da ist ein Backpack, welchen wir nutzen können, den wir aus Caverns machen, genau wie auch schon beim Zelt gewesen war. Und ja. Da mit einem Backpack muss man, glaube ich, nicht groß erklären, was ein Backpack kann. Der kann natürlich Sachen lagern. Und damit habt ihr dann auch nochmal mehr Stauraum. Also was Lagermöglichkeiten angibt, habt ihr in dem Mod auf jeden Fall genug. Und ihr seht auch diese schönen Holzlogs quasi, die extra neu hinzugefügt wurden, die man einfach aus einem Feuerzeug und einem Oakwood quasi zusammen machen kann. Und dann habt ihr quasi ja so ein kleines Dings und das kann man dann eigentlich hinsetzen und dann hat man ja so eine Sitzmöglichkeit, was auf jeden Fall sehr, sehr cool aussieht. Dann haben wir noch ein Knife. Das Knife können wir oben links hinsetzen und dann bei Open Crafting Grid können wir dann im Camping Inventory Items machen. Als nächstes haben wir Campfire Base am Start. Die sind auch wirklich sehr, sehr nice und zwar ein bisschen komplexer. Hergestellt werden sie aus 4 Cobblestone, die so angeordnet werden müssen. Und
So stellt ihr dann das normale Campfire her, welche auch diese Unterplatte quasi brauchen. Nehmen wir erstmal die ganzen Items hier mit. Und dann setzen wir erstmal davon ein paar Dinger hier hin. Denn es gibt ja ein paar verschiedene Möglichkeiten. Auch unten kommt immer Kohle rein, die quasi dafür da ist, um die Dinger zu betreiben. Quasi, dass sie auch brennen. Und dann können wir mit verschiedenen Kits arbeiten. Es gibt einmal das Empty Kit. Das wird hergestellt aus 6 Eisen und 3 gelbe Farbe. Und das Empty Kit ist in der Regel eigentlich nur dafür da, um andere Kits herzustellen. Weil wir haben zum Beispiel Spit Kits und so weiter. Und das Empty Kit hat noch keine Funktion. Das muss erstmal umgewandelt werden zu anderen Kits, die dann Sachen brauchen, wie Iron Sticks und so. Ich muss mal gucken, was genau brauchen wir da. Für ein Spit Kit brauchen wir 2 Sticks und ein Iron Stick, also relativ leicht tatsächlich. Das ist kein großes Problem. Ihr seht, das ist ein easy Rezept. Und wenn wir das dann da reintun, dann haben wir hier ein erweitertes Menü. Und da können wir dann Sachen drin braten. Und zwar zum Beispiel können wir da jetzt erstmal ein bisschen Fisch reintun. Und dann seht ihr quasi auch schon, wie das da richtig schön so auf dem Lagerfeuer drauf liegt und quasi gebraten wird. Aber man muss auf jeden Fall aufpassen, dass diese Fische nicht verbrennen. Das kann tatsächlich auch passieren. Wenn wir reingehen, sehen wir, jetzt sind die Fische gebraten und dann läuft da nochmal so eine Leiste nebenan runter. Wir nehmen mal einen raus, dass wir den mal testen können. Der funktioniert wie ein ganz normaler Fisch. Und den anderen lassen wir einfach mal verbrennen. Der wird nämlich dann zur Asche. Und ja, dann haben wir natürlich noch weitere Kits aus 4 Sticks. Ein Iron Bar und 2 Iron Sticks wird das gemacht. Das ist das Grillkit. Mit dem Grillkit kann man noch mal ein paar andere Sachen machen. Ihr seht schon, da sind jetzt schon 4 solcher Möglichkeiten. Und da können wir dann einfach mal ein bisschen. Oh! Dünnes Eis, das war jetzt so nicht geplant. Hier können wir dann anderes Fleisch reintun. Und direkt 4 Stück, was natürlich effektiver ist, wenn man direkt 4 reinmachen kann anstatt 2. So, jetzt können wir direkt nochmal das Zelt nutzen zum Schlafen, um nochmal zu präsentieren, dass man damit sehr gut die Nacht überspringen kann. So, die 4 Fleisch sind gleich durchgebraten. Hier sehen wir schon, Asche ist entstanden aus dem Fisch, den wir nicht rausgeholt haben. Also der ist leider verbrannt. Und hier haben wir dann unser anderes Fleisch, welches wir rausnehmen können. Das ist das Grillkit. Dann als nächstes können wir aus dem Empty Kit auch noch ein weiteres Kit machen, wofür wir 2 Sticks, ein Pan, ein Iron Stick und ein String brauchen. Ein Pan fehlt noch. Den holen wir uns natürlich eben raus. So wird der übrigens hergestellt aus 3 Iron Ingots, einer Bowl und einer roten Farbe. Und dann haben wir das Pan Kit. Mit dem Pan Kit haben wir dann schon wieder deutlich mehr Möglichkeiten. Da können wir da den ganzen Fisch reintun. Und ihr seht schon, das sind insgesamt 8 Stück. Also 8 mal auf einmal, das heißt, man kann direkt richtig viel und effizient sich seine Beute, die man gefangen hat, auch braten. Also auf jeden Fall zu empfehlen, wenn ihr die Möglichkeit habt, ein Pan-Kit zu machen, dann macht das auf jeden Fall. Und die hängen dann quasi in so einer Art Topf, nenne ich es mal, dann quasi beim Lagerfeuer. Und da werden die dann gebraten. Kann man natürlich schön die Aussicht genießen.
Als nächstes haben wir noch Marshmallows. Die können wir quasi ganz einfach, oder? Ja, die sind schon ein bisschen komplexer, muss man echt sagen. Dafür braucht ihr Zucker. Wisst ihr, natürlich kann man aus Zuckerrohr herstellen, einer Wasserflasche, einem Ei und einer Schüssel. Und dann könnt ihr quasi mit Hilfe der Sticks und der Marshmallows könnt ihr dann so einen Marshmallow-Stick machen. Und das könnt ihr dann einfach übers Feuer halten. Und die werden dann quasi automatisch gebraten. Ihr müsst sie einfach nur in der Hand halten, am Feuer sein. Und ihr seht schon, wir haben 45 von den Marshmallow-Sticks. Und die werden dann quasi automatisch zu gekochten Marshmallow-Sticks, nenne ich es mal. So, jetzt haben wir es geschafft. Hier, wir sehen jetzt hier, wie quasi diese Marshmallow-Sticks durchrattern. Ihr seht schon, unten in der Hotbar auf dem dritten Slot sind dann die fertigen Marshmallow-Sticks. Und die Katzeninvasion ist jetzt auch am Start. Aber da haben wir natürlich ein Diamantschwert dabei. Da werden die Katzen erstmal alle umgebracht. Hier darf keine Katze überleben, weil das ist hier kein Katzencamp. Die Katze will schon abhauen, aber keine Chance. Dann haben wir nämlich noch neue Mobs, die mit dazugekommen sind mit dem Mod. Also dass der Campfire-Mod ermöglicht auch das Spawnen von neuen Mobs oder allgemein das Auftreten von neuen Mobs. Und zwar gibt es einmal den Camper, den wir als erstes zeigen werden. Der Camper sieht quasi aus wie ein Villager, ist wahrscheinlich auch basierend auf einem Villager und der tradet halt mit einem. Ja, sozusagen der Villager für das Camp, wie man halt auch gewohnt ist, quasi in einem Dorf, ne? Die ganzen Villager. Also es ist quasi so gesehen das mehr oder weniger gleiche, halt nur ein bisschen in einer anderen Textur mit anderen Trades halt auch. Also auf jeden Fall sehr cool gemacht. Dann haben wir eine Bärenfalle. Da können wir dann Sticks reinlegen oder andere Sachen, Fleisch wahrscheinlich, um wilde Tiere anzulocken. Und wenn man da reintritt, ihr seht schon oben links das Blutsymbol, da kommt man nicht mehr so schnell raus, man kriegt Schaden ohne Ende. Also auch auf jeden Fall eine sehr coole Idee, finde ich. Wir haben jetzt Blutung 2, das heißt Schaden ohne Ende, wir haben noch zwei Herzen. Also die macht auf jeden Fall schon gut Schaden. Dann gibt es einen Grizzly-Bär, welcher sehr, sehr aggressiv ist. Ihr seht, der hat schon direkt den Camper umgebracht und auch uns. Also vor dem Grizzlybär muss man sich auf jeden Fall in Acht nehmen, weil der macht auch richtig viel Schaden. Ihr seht schon, zwei Hits sind 8 Herzen. Der macht 4 Herzen Damage pro Hit. Also, falls ihr den Grizzlybär seht, rennt lieber weg. Denn der ist sehr gefährlich. So, und wenn ihr den Grizzlybär tötet, Brown Fur bekommen wir dafür. Das ist quasi braune Wolle, mit der kann man dann auch einige Sachen craften. Als nächstes gibt es den Arctic Fox, bei dem müsst ihr ein bisschen aufpassen, und zwar rennt er sehr, sehr schnell weg. Ihr seht schon, der ist jetzt nicht gerade der langsamste. Um den zu kriegen, müsst ihr wirklich sehr, sehr schnell sein und euch auf jeden Fall beeilen. Er tankt auch auf jeden Fall immerhin 2 Hits mit dem Diamantschwert. Dann bekommt ihr halt die White Fur, das ist quasi die weiße Wolle. Und halt dieses Raw Wenschen, das ist quasi das Fleisch von diesem Tier. Mit der Wolle könnt ihr dann auch noch Rüstung machen, wie ihr hier seht. Furhelme, das ist ganz einfach. Die Rezepte sollten die normalen sein. Nee, tatsächlich nicht. Das sind also fast, das sind quasi diese, wie man halt auch Eisenhelme macht, halt nur mit der Wolle. Und wichtig ist halt dann die Lederkappe in der Mitte. Oder bei den anderen ist es dann halt der Lederbrustpanzer, die Lederhose, etc. Ihr seht schon, so stellt man die Rüstung her. Und die bringt auch immerhin 6,5 Rüstungsbalken, also ist auch gar nicht so schlecht. So, dann gibt es noch eine Karte, die kann man tatsächlich auch noch in sein Inventar packen, ins Camping-Inventar. Und dann hat man quasi so eine ganze Karte. Ihr seht, ganz einfach, das Rezept ist halt die normale Karte. Und wenn ihr das dann quasi hier unten reintut, dann habt ihr die ganze Zeit oben diese Karte und seht dann genau, wo ihr quasi langläuft. Und ja,
Das ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr coole Idee. Dann gibt es noch die Laterne, welche man aus 5 Glas Scheiben macht und 3 Gold. Das ist auf jeden Fall wichtig, dass ihr da Scheiben nimmt. Und ja, es gibt natürlich einmal die Laterne, die an ist und einmal die aus ist. Für die eine Laterne braucht ihr dann halt auch noch einen Glowstone in der Mitte. Dann gibt es Hemp noch. Hemp findet man meistens in der Regel irgendwo am Wasser, am Strand und sowas. So ähnlich wie Zuckerrohr kann man das quasi verstehen. Hier sehen wir es. So sieht das dann aus, wenn ihr das quasi auf der Overworld findet und dann abbaut. Dann seht ihr, dann kommt das quasi so rausgesprungen wie bei Zuckerrohr und das könnt ihr dann auch wirklich anpflanzen. Also sehr nice. Ja, das Zelt kann man dann auch nochmal clearen und nochmal neu aufbauen. Also clear all, ihr seht. Die ganzen Kisten, das Bett, alles kommt rausgesprungen und dann könnt ihr es auch theoretisch einfach nochmal neu reinbauen. Auch an einer anderen Position nehmt ihr das Zelt einfach mit und könnt euch das dann hinsetzen, wo ihr wollt. Das präsentieren wir natürlich auch noch einmal für euch. Hier das Zelt setzen wir dann einfach woanders hin. Dann kommt das Bett rein und die Kisten und auch die Laterne. Und ihr seht dann Space Left, 5 von 10. Man kann insgesamt immer 10 Sachen quasi reinpacken, so gesehen. Also 10 Slots hat das Ganze. Und dann seht ihr, wenn das voll ist, wie das dann aussieht. Sehr schön. Ja, falls euch dieses Video hier gefallen hat, diese Mod-Vorstellung, dann würde uns natürlich tierisch freuen, wenn ihr ein Like da lassen würdet. Und ich hoffe, ihr fand es auch nicht so schlimm, dass der Zocker heute nicht selber kommentieren konnte, sondern dass ich das Ganze heute übernommen habe. Und wir sehen uns dann zum nächsten Video wieder.